Willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Morrowind bei diesem wunderschönen, lauten Sohn. Ah, das ist ja ätzend. Irgendwie raus. So, schön. Hi, was bist du denn nochmal? Ein Dagurt, genau. Weil irgendwie hältst du zu viel aus für einen normalen Aschenvampir oder was du auch immer sein sollst. Aber ich hoffe, du machst mir keinen Schaden, oder? Nein, hast du nicht. Okay. Wie kriege ich das denn hin? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es viel zu leise gerade ist. Ich muss, glaube ich, die Effekte doch ein bisschen hoch machen. Oder? Dann dürfte ich doch auch das wieder hören. Richtig. So. Sonde. Sonde, Sonde, Sonde. Ah, okay, die Falle kriege ich auf jeden Fall. Aber Schloss. Ich weiß gerade überhaupt nicht, wie viel Sicherheitsskill ich habe. Ich nehme jetzt gerade einen Tag später auf, die letzten beiden Folgen. Deswegen, ich weiß immer noch nicht mehr als das, was ich letztes Mal gemacht habe. Aber ich kann es öffnen. Wie viel Sicherheit habe ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Ich habe mich doch bei dem Typen da 60. Ja, dann. Perfekt. Ja, nicht ganz so perfekt sind die Sachen, die hier drin liegen. Naja, egal. Was gibt's denn hier noch? Ein Standard-Lebenstrank. Ein Smaragd. Sehr schön. Ein Rubin. Auch sehr schön. Ebenerz, was Tonnen wiegt, aber mir egal. Auch sehr schön. Und noch mehr Vulkan, das. Ja, weil wir ja nicht genug davon haben. So. Dann machen wir das auf und gehen hier rein. Nochmal ein Dagurt. Hi, wie geht's? Na komm, stirb. Bitte. Sehr schön. Was haben wir denn hier alles? Eingewickeltes Korpusfleisch. Igitt, igitt. Davon wollen wir nichts haben. Aber hiervon. Na. Sehr schön. Und dann noch... Mit drei Versuchen? Nee. Wow, doch. Es hat geklappt. Das ist ja unglaublich. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht. Weil normalerweise ist das so, bei Schloss 14 würde ich jetzt wahrscheinlich 10 Versuche brauchen. Bei Schloss 50 brauche ich dann wahrscheinlich einen. Das kennt man ja schon. Feuersalz. Wow, alles so wertvolles Zeug hier. Aber klar, ich bin im Roten Berg. Hier sind auch schon besondere Sachen. Würde ich mal so sagen. Der hat einen Schlüssel. Warum auch immer. Und noch ein Amulett des 6. Hauses. Was ist hier? Sektion ist wie weg. Schön. Nehmen wir auch. Genauso wie das Ganze hier. Blip. Und gehen dann hier hin. Moment. Ist hier noch was drauf? Nein. Habe ich dem das genommen? Nein, habe ich nicht. Wie kann ich nur? Wie kann ich das nur sein lassen? Oh Gott, das ist ja nicht zu verzeihen. So. Grr, dieses Audio. Ich weiß echt nicht, was man da tun soll. So. Das Summen geht wahrscheinlich nur weg, weil ich, hier das geändert habe jetzt mit den Effekten und das ist ja Effekt, deswegen. Aber das andere, dass da so Effekte laut durchkommen, das mag ich absolut nicht. Wer geht eher drauf? Ich fürchte irgendwie ich. Nein! Das gibt's doch nicht! Wo habe ich gequicksaved? Bitte lass es nicht am Anfang gewesen sein. Doch, es war am Anfang, weil ich so schlau bin. Nein! Okay, einmal nochmal Schnelldurchlauf. Hi, Dagurt, wie geht's? Stirb. Ach nein, das war... Oh nein, das war so unnötig. Ja, mach das bitte schneller. Jetzt machen wir hier voll den Imba-Rush. Du da. Was zu komplex, niemals zu komplex. Seht ihr, jetzt habe ich nämlich ein anderes Problem. Aber egal, ich kriege die Dinger kostenlos, von daher ist mir das relativ schnuppe. So, nehmen wir dein komisches Teil da. Ich sagte, dein Ding nehmen wir und nicht das andere. So, wir Schwert nehmen, blip, blip, und dann blockiere ich erstmal die Tür und mache den Typen hier tot. Ah, stirb schneller, danke. Ich denke mal, hier liegt das gleiche, natürlich wie ihr das. So, dann werden wir hier jetzt wieder den Dietrich nehmen und diese Sonde. So. Na? 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 Hallo? Also ihr seht, zufällig generiert, das klappt wirklich gut, wenn man das nachher nochmal macht. Meistens ist es so viel schlechter nach dem ersten Versuch, das ist unglaublich. Aber naja, das kriege ich hier jetzt gar nichts. Hier kriege ich einen Rubin, der ist auch nicht relativ viel wert. Da habe ich gerade irgendwie deutlich mehr gekriegt, muss ich mal so sagen. Seht ihr das? Guck mal, was ich jetzt kriege. Nichts. Gar nichts mehr. Oh wow, oh wow, wow, ich kriege ja doch noch was. Aha, ja, aber es ist im Verhältnis zu dem, was ich gerade bekommen habe,
Lächerlich. Es ist wirklich lächerlich. Ich kriege hier nämlich quasi gegenüber dem letzten Mal nichts. Oh, doof. Gab es hier nicht auch noch was? Ja, gab's. Warum gucke ich überhaupt rein, wenn es hier eh nichts gibt? Es ist so doof. Es ist so doof. Ja, Ebenerz. Ich glaube, ich hatte das zehnfach vom letzten Mal jetzt. Irgendwie. Hm. Naja. Huch, und nicht jetzt? Draußen. Nein, hier will ich nicht hin. Jetzt will ich hier quicksaven, auch wenn das total Mist war. Ah, wie geht's? Oh Mann. Ja, diesmal gehst du aber wirklich schneller drauf, oder nicht? Das wird doch wieder so enden. Das gibt's doch nicht. Nein, jetzt muss ich draufhauen. Was ist denn das? Ich bin einfach zu schwach, dieses Kackviech zu töten. Das ist doch nicht zu fassen. Ich muss mich wirklich heilen dabei? Das ist doch ein Witz. Hi. Ja, Moment. Selbst wenn er mich jetzt vergiften sollte, muss ich den schaffen. Zwangsweise. Ja. Wollte ich doch schon meinen. So, noch so ein Teil. Jetzt haben wir schon 100 Milliarden von diesen Dingern. Oh, Skelett? Nein, doch nicht. Was mir übrigens in der letzten Folge aufgefallen ist, das finde ich sehr unschön. Wenn ich die 7-Meilen-Stiefel anhabe, dann sieht man mal sowas von wenig hier von innen. Das ist ziemlich schade. Außerdem leidet offenbar so ein bisschen die Bildqualität, wenn ich die 7-Meilen-Stiefel anhabe, weil das dann alles insgesamt mehr schwarz oder dunkler wird. Und dadurch wird offenbar durch das Rendern die Komprimierung irgendwie stärker gemacht. Und deswegen ist es nachher teilweise sogar leicht verpixelt. Zumindest habe ich das jetzt gesehen. Das finde ich unschön. Ich weiß nicht. Wenn, dann müsst ihr entscheiden, wie ihr es haben wollt. Wollt ihr, dass ich mit den 7-Meilen-Stiefeln rumrenne, aber dafür wahrscheinlich etwas schlechtere Bildqualität irgendwie ist? Ich weiß nicht warum. Oder soll ich einfach mit den Vulkanda-Stiefeln rumlaufen? Junge, was ist mit denen nicht in Ordnung? Ich glaube, hier können die Vulkanglasstiefel nicht schaden. Oh Mann. Wie oft hat er mich bitte kaputt gemacht? Ah ja, jetzt krieg ich bestimmt Schaden, oder? Klar. Nein. Sehr schön. Wenigstens das nicht. Okay. Die werde ich mal wieder anziehen. So, und dann hier nochmal quick saven und das Viech nochmal kaputt machen, wenn ich das dann mal darf oder kann. Nein, wahrscheinlich nicht, weil es diesmal von der Seite kommt. Das ist äußerst ungünstig. Ja. Mhm. Tot. Ich bin quasi jetzt schon erledigt. Seht ihr? Besonders wenn mein Zauber fehlschlägt. Denn darauf muss ich irgendwie vertrauen, dass er nicht fehlschlägt. Oh Mann. Bin ich ja wirklich weit gekommen, muss ich sagen. Ich weiß nicht, wie lange ich schon aufnehme, aber ich befürchte, dass die Zeit schon recht weit vorangeschritten ist. Oh, meine Güte. So, was hast du hier? 4 Draken, wie immer. Wahrscheinlich ist es nicht zufallsgeneriert. Und warum kann ich nicht rasten, wenn sich Feinde in der Nähe befinden? Hier sind keine Feinde. Ich habe alles getötet. Na, wahrscheinlich nicht. Ach, komm schon. Dann gehe ich halt hier hoch und werde rasten. So, eine Stunde. Das reicht nämlich. Da habe ich nämlich wieder viel Ausdauer. Ja, ohne 7-Meilen-Stiefel bin ich übrigens so schnell. Ich glaube, das habt ihr schon längst vergessen, weil ich ja die 7-Meilen-Stiefel schon seit geraumer Zeit trage. Ja, das ist eine andere Kategorie, muss ich schon sagen. Aber dafür ist halt alles sehr hell und schön. Hm, naja. Ich frage euch einfach mal und ihr entscheidet. Hi. Okay, ich brauche jetzt auf jeden Fall Wohltat, die auch klappen muss, aber ich glaube, das ist bei 100%. Guckt euch mal an, wie der reinhaut, der ist nicht normal. Ich komme ja gar nicht mehr zum Angriff. Was ist mit dir nicht in Ordnung? Das gibt's nicht. Das gibt es doch nicht. Ich komme wirklich nicht zum Angriff. Wie imbar ist der denn? Der ist doch ordentlich stärker als sein Kollege, oder doch? Ach nee, das ist ein Dagurt, meine ich, der hält mehr aus. Aber trotzdem. Das ist doch ein Unding. Oder ich muss in dem Rhythmus schlagen, dass sie immer zurückgestoßen wird. Ja, genau das. Ich darf nur nicht daneben treffen. Also verfehlen. Krass, so ist es ja. Hart. Ziemlich hart.
Oh wow, ich krieg einen Diamant. Oh wow, ich krieg noch mehr Ebenerz. Oh wow, ich krieg gar nichts. Was liegt denn da unten? Hm, das muss ich auf jeden Fall auch untersuchen. Moment, was wollte ich eigentlich in Turenulal? Ball des Heiligen Films, natürlich, das wollte ich und der hat es. Hier ist es. So, den Ring werden wir auch nehmen und du hast Vulkanglas hier. Das ist doch sehr schön. Das werden wir dir direkt abnehmen. Und das Zeug legen wir einfach daneben. Obwohl das eigentlich Leichen sind, da verschwindet es nie, aber egal. So, wir gehen einfach mal in dieses Wasser herein. Das ist bestimmt sehr gesund. Sieht so aus wie Reaktorwasser, aber egal. Was ist das denn für ein Schild da? Nichts von großem Wert. Deswegen werde ich das auch da liegen lassen. Komme ich jetzt hier raus? Hallo? An den Rohren vielleicht? Ich hoffe. Sonst habe ich gleich ein Problem. Obwohl Levitation hilft immer, aber... Moment. Wie umständlich ist das denn gemacht? Jetzt muss er noch um dieses Bogen hier rum. Geh da hoch. So. Und jetzt hops. Schön. Turenulal. Ich glaube, das ist eine Ruine, in der ich in Sachen der Hauptstory nicht weiter hinkomme. Moment, Turenulal ist es so, ist es nicht? Doch, ist es so. Dann werde ich das nochmal lassen, weil Hauptstory-Dinger und so möchte ich nicht vorwegnehmen und auch nicht vorher abschließen, deswegen werde ich das so machen. Ja, dann habe ich das geschafft und werde einfach mal den göttlichen Eingriff machen. Wo ist denn der? Oder einfach mal Amstive Intervention. Moment, das ist mein Zauber, oder? Nein. Ladebereich. Zack, so. Sehr schön. Und ich glaube, der Part ist lang genug geworden. Oh, warum gehe ich eigentlich da lang? Ich will auch hier hin. Moment, will ich nicht. Ich will zur Geisterpforte. So, ich bin verwirrt. Ja, ich schätze, der Part ist lang genug geworden. Deswegen werde ich ihn auch hier und jetzt beenden. Nach dem Reparieren. So, sehr schön. Dann sehen wir uns hier bei dieser wunderschönen Landschaft und bei diesem wunderschönen Wetter, wie ich gerade finde, beim nächsten Mal wieder. Ciao.